Ja, hallo meine Preisvergleicher und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo mit einer neuen Winterschokolade von Fin Carré. Ja, wir kommen jetzt hier einmal zu der dritten Sorte. Ich habe schon die anderen beiden für euch getestet. Einmal die weiße Spekulatius und ich glaube eine Zart-Bitter-Schokolade, genau mit Butterkeks, Orangengeschmack. Schaut dazu gerne hier oben in die Videos. Jetzt haben wir hier einmal die Sorte Salted Caramel Crisp, ja. Und ich bin schon mal sehr gespannt, wie sie schmecken wird. Wie gesagt, Leute, es lohnt sich wirklich, diese Schokoladentafeln für, ich weiß jetzt nicht, 54 oder 59 Cent. Ich finde, das ist echt ein fairer Preis und ich bin schon mal sehr gespannt auf dieses Salted Caramel. Das ist ja gerade im Trend, ja, dieses gesalzene Karamell. Und man sieht hier auch echt schon... Es sieht wieder sehr, sehr crunchy aus. Ja, also diese Getreide-Crisp hier mit dem gesalzenen Karamell. Wir wollen gucken, ob es wirklich so salzig schmeckt, wie es klingt. Boah. Oh ja. Oh, Leute. Wie geil. Der erste Bissen und das Karamell haut schon so rein. Also man schmeckt, es ist eine Vollmilchschokolade, aber die schmeckt man gar nicht so. Man beißt da rein und es ist so, als wenn man ja dieses Daim-Karamell einfach so pur essen würde. Ihr seht hier auch die Karamellstücke. Also damit... wurde nicht gespart. Oh, Leute, das ist geil. Ich liebe ja auch diese Marabou-Daim-Schokolade, ja. Also das ist echt eine meiner Lieblingsschokoladen. Und würde man mir die Augen zuhalten, würde ich echt denken, dass das die ist. Weil sie echt, es schmeckt eins zu eins wie diese Marabou-Daim-Schokolade. Also richtig geil. Und ich finde auch, durch diesen salzigen Geschmack. Ja, es erinnert so ein bisschen an diesen Pick-up Salted Caramel. Also schmeckt echt richtig geil. Vollmilchschokolade, Karamell und dieser Hauch von Salz. Es ist eine richtig geile Sorte, Leute. Ich finde sogar, dass es die beste Sorte ist von den dreien. Ja, diese weiße Mandel Crisp mit Spekulatius mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, die hat 8 oder 9 Punkte gekriegt. Der hier würde ich auf jeden Fall 10 Punkte geben, Leute. Die haut richtig rein. Also die macht echt richtig süchtig. Auch wegen diesem Salz, glaube ich, noch. Weil es so schön süß-salzig ist. Richtig, richtig lecker. Wie gesagt, 10 Punkte. Daumen nach oben. Schaut bei Lidl. Und wir sehen uns.